Moin zusammen, wieder am Start mit Road to Platin League of Legends. Letztes Game, 24 Punkte bekommen, ich glaube, wieder 24, 22, 23 Punkte, ich weiß nicht, ich glaube, 23 Punkte haben wir bekommen und sind jetzt auf satte 90 Punkte. Wir sind jetzt gerade auf satte 90 Punkte, richtig geil, brauchen noch 10 Punkte für die Promo. Es ist mega awesome, muss man sagen, das freut mich tierisch. So, und ich will gerade was sagen, Leute. Ich spiele Alistar Mitte. Alistar Mitte, never mind. Ich spiele Alistar als Support. Man sieht hier ein paar Exoten gerade, die ich hier auspacke. In der Champion Selection und im Champion Screen hier gerade. Ja, und in-game natürlich. Deswegen vorher Lulu, Morgana habe ich ja die ganze Zeit schon gezockt. Jetzt Alistar hatte ich Bock irgendwie. Ich wollte jetzt nicht wieder Lulu picken, ich war First Pick übrigens. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich pick mal so ein Power Pick, wie man es in der LCS nennt. Ja, ich habe einen Lucian auf der Botlane als mein ADC, einen K6, den Käfer in der Lane. Ja, Yasuo Mitte und Malphite Top Lane. Sehr schön. So, im Gegnerteam haben die eine Caitlyn mit. Weiß ich nicht, mit einer Syra. So, ein bisschen Damage abbekommen. Ja, Caitlyn und Syra ist Bottom, Katarina Mitte, Rumble Toplane und einen Lee Sin, der Schließmuskel Daum auf der in Jungle, auf dem Jungle. So. Natürlich hat sie eine mega Range, die Syra. Syra mit 34 AP, es ist mega krass. Sie wird auch höchstwahrscheinlich auch pur AP gehen danach. Und ich werde dann die Muku sein. Purer Tank. Aber ich muss halt ein bisschen aufpassen, kann uns halt mega harassen. Es ist halt wirklich eine eklige Lane. Eine Poke-Lane. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Premates sind. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Premates sind. Weil sonst hätten sie die Kombo nicht gewählt. Weil ich finde Cypher generell, sie ist squishy. Sie hat nur 533 Leben. Und es ist, da hat man nicht viel Life. Es ist so wenig. Mit ein paar gut platzierten Schüssen. Es ist mega einfach sie zu killen. Ja, ist sie da, sie steht hier, sie steht da. Out of anything. Ja, ich habe auch noch nicht so viel hier, ey. Ich habe fast gar nichts. Das muss man trotzdem sagen, das ist schon krass, ja. Naja, das kannst du gleich vergessen, aber. Ja. Sie kann backgehen. Noch ein Peacemaker und du bist doch. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich Pingpong her. Das ist so zum Heulen, ne? Es war stupid. Stupid as hell. Das war wirklich total stupid. Muss man einfach wirklich sagen, weil der K6 hat gesehen, wie low der Lucian ist. Ja, der weiß nicht mal 100 live. Wenn er nur 100. Und er hätte sowieso nicht richtig reingehen können. Und ja, und ich war sowieso, mach kein Damage. Und die zwei machen mehr Damage. Er muss sich halt einfach andere Lane konzentrieren. Dass jetzt noch der Yasuo noch gestorben ist, das ist natürlich auch nicht so schön. Maokai ist es nicht, Malphite. Auch so eine Sache. Er hat jetzt noch einen Kill bekommen. Die Sinn ist natürlich auch nicht so prima. Natürlich auch ein bisschen den Wort. Jetzt böse gesagt. So, ja, irgendwie leckt es gerade ein bisschen bei mir. Obwohl keiner in der Leitung ist. Das weiß ich ganz genau, dass keiner in der Leitung ist. Aber es leckt. Es leckt einfach. Ein paar Frame-Drops sind dabei. Kann natürlich sein, dass das wegen der Playlist ist, die ich gerade anhabe natürlich. Ah,
Lass mich da rein, oh, ja, du kassierst einfach. Du kassierst einfach hier, mein Freund. Sie hat jetzt 40 AB, Junge. Und sie macht mega viel Damage, weil es einfach Skillshots sind. Und Skillshots werden belohnt von Riot mit Damage. Mit sehr viel Damage. Und sie hat aber mega auch eine hohe Reichweite. Das ist einfach auch unnormal. Die Reichweite ist einfach, sie steht hier und attackt dann auch. Das ist wie Annie, kann man sagen. Nur, dass der Auto-Attack von ihr sogar noch böser aussieht. Weil einfach der einfach nur spät ist. Glaube ich, Max auch als erstes den Heal. Ja, aber ist das so? Toplane 2 gerade im Moment. Was mit K6? Ah, K6 heilt sich gerade voll. Voll gerade, ne? Lol. Er wird nicht angeattackt hier. So bin ich live. Lol. Das ist einfach so lächerlich. Das ist einfach so lächerlich. Ja. Ja, ich kann gegen die Cyber nicht so viel machen. Aber es ist halt hier. Es stackt und stackt und kriegt die ganze Zeit 5 oder 10 Gold zusammen. Wer ist nämlich Auto-Attack? Natürlich eine geile Range mit der Syra. Und mit so einer Lane, ich weiß auch nicht, warum mein Lucian gepickt hat, weil Lucian ist halt einfach so voll der Typ, der überhaupt keinen Range hat. Meine Meinung. Ich kann auch einfach nicht so reingehen, weil ich glaube, die Syra wird uns halt einfach bumsen. Böse gesagt. Naja, ich hoffe, es geht natürlich echt gut. Können ja ein bisschen auf Smalltalk labern, aber es ist. Ja. Es ist halt einfach die Harris Todeslane. Es ist halt wirklich so. 4-0 steht es gerade. Das Ziel hat einen Kill, außer die Caitlyn. Caitlyn hat keinen Kill. Ja, sie kann mich so oft auto-attacken, wie sie will, aber es ist halt hier. Ja. Cutter zum zweiten Mal. Ja, ich hätte Cutter bannen sollen. Ich hätte Cutter wirklich bannen sollen. Ich hab's aber vergessen. Dafür hätte ich Echo nicht bannen können. Ich hätte Cutter bannen sollen. Das war klar, aber das muss ich mir merken in Zukunft. Deswegen würde ich nicht sagen, dass wir eventuell sogar das Spiel verlieren können. Damit. Aber Cutter ist halt wirklich so ein Pick, wo er vorsichtig sein soll. Also, ich kann dich nicht die ganze Zeit hier heilen, Junge. Es geht auf meine Mana-Kosten. Ja, einfach nur der. Das ist wirklich eine Hasslane. Das ist wirklich so eine Hasslane, wo man sich denkt, ja, was ist denn das, ja? So, ich weiß auch nicht, ob hier irgendwie gewordet ist oder sowas. Ja, ich glaube, Bottom ist gewordet. Sehr schön. Ist die aus Syrah pickt, das ist ja der Hammer. Das ist anscheinend wie eine Taktik oder so. Holy Wing Ghost! Ja, was soll ich machen? Es ist halt einfach. Ich habe kein Mana, ich habe nichts. Nada. Die Karte ist einfach gefeedet as fuck. 4-0, das ist einfach der Hammer. Ich hoffe, wer kriegt wenigstens noch ein paar Kills. Das ist einfach. Der Yasuo-Pick. Es ist halt einfach der Yasuo-Pick, weil Yasuo einfach. Ich will nicht sagen, dass er nichts macht, aber es ist halt einfach so. Einfach wirklich so. Ist wirklich so.
Sehr schön, dass er jetzt den Rumble getötet hat. Und wenn es auch sehr knapp war, wie ich es gerade sehe. Aber was willst du machen? Na, das Bottom sieht es gerade nicht besser aus. Sind 0-2 Illusion, 46 Farben zu 77 Farben, also 30 Farben voraus ist die Caitlyn. Ja, es ist mega viel. Der Lee Sin hat 2-0, die Cutter ist 4-0, die ist erstmal, ja, würde ich sagen, gefeedet as hell, aber es ist gefeedet as hell. Muss man wirklich sagen. Es ist einfach die Wahrheit. Wenn man die Wahrheit leugnet, ist es einfach, ach, Windows. Muss man nicht gleich spielen. So, ich weiß halt nicht, was ich Bottom so machen kann, weil er bringt doch kein Damage mit so richtig. Er hat nicht mal Dingsbums. Weißt du, nicht mal BF Sword, der hat 109 Damage. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Caitlyn hat. Die Caitlyn hat BF, die Pickaxe, die hat gleich KDU. Caitlyn steht ja auch in der gut 1-1 Schütze, ist jetzt nicht so viel. Aber naja, es ist jetzt nicht so prickelnd und es ist auch nicht für sie der Standard. Rumble auch noch, das ist sehr schön. Rumble auch noch in der Mitte. Wollen jetzt, glaube ich, gleich zum Draken. Ist gerade so mitbekommen. Okay. Ich glaube, er hat quasi Sieg stirbt. Schön. Katam! 5-0. Ich glaube, nächstes Mal Cutterband. Könnte es natürlich schaffen. Ey, ich gebe ja noch nicht die Hoffnung auf. Es ist ja wirklich so. Aber es wird einfach nur schwer. Es wird schwer als hell. Es ist wirklich so. Weiß auch nicht, ob wir jetzt hier irgendwas hier reißen. Weiß ich gerade wirklich nicht. Vielleicht schafft es dann nicht. Ja. Ist noch irgendwie ein Wort oder sowas? Alter, komm mal rein. Auch noch hier rein. Ist uns egal. Uns zumindestens. Luschen nicht so. Weiß halt nicht, ob wir später mit unserer Wombo-Kombo noch was machen können. Wir haben natürlich ein Wombo-Kombo mit Malphite und mir. Aber wie es aussieht, dass der Yasuo stirbt jetzt auch eventuell. Ich gehe mal mit Mitte, weil es mir ein bisschen zu heikel aussieht. Hat mir wirklich ein bisschen Zeug. Wo kommt ich hin? Ja, sehr schön. Sexy Lady! Die ist gefeedet! Es wird 8 Kills. Es wird 8 Kills, Leute. Das ist. Will ich sagen, das ist over, aber. Ich will jetzt nicht so ein bisschen rumflamen oder so, aber ich verstehe auch zum Beispiel nicht diesen Yasuo-Pick. Weiß nicht, Yasuo gegen Katarina. Jetzt mal ehrlich. Hätte zum Beispiel ein Ahri-Pick besser gepasst. Oder irgendein anderer Pick. Aber Yasuo wurde höchstwahrscheinlich nur gepickt wegen dieser Wombo-Kombo, denke ich mal, eventuell. Und du bist tot. You're dead! Ja. Ja, er ist tot. Ey, ist so witzig, wenn er jetzt entkommt, oder? Ne, er schafft ihn. Ist nichts mehr zu kämpfen. Caitlyn, anvisiert. Na, Sarah kriegt sogar den Kill noch. Ey, steht 4 zu 15, das ist natürlich schön. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Igel zu den Stachelschwanz. Du und ich, wir sind ein Paar. Bada, 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 bada. Ja, ich würde jetzt sagen, wir können nur auf den Yasuo bauen, aber auf den Yasuo will ich gar nicht bauen, weil der macht auch irgendwie keinen Damage, hat auch nicht als erstes Static geholt, was eigentlich meiner Meinung das Haupt-Item und das Starter-Item für ihn ist. Ich habe gerade mehr oder weniger die Hoffnung, dass es irgendwie, er geht nur auf AP, ich frage mich ein bisschen, was das hier ist. Wir haben keinen richtigen Tank. Schon.
Oder Hans. Hans ist hier. Ah, es ist der Hammer, es ist der Hammer. Du bist tot. Ja, das... Warum sind sich alle so sicher mit den Picks? Ich will jetzt nicht sagen, was kann man 20. London, meine Meinung? Was können wir sagen, 20. London? Weil alleine schon auf dem Botleben haben wir nichts hinbekommen. Richtig. Und er kriegt auch gar nichts hin. Ist jetzt meine Meinung. Meine Meinung ist ja nicht die Hauptmeinung. Aber weiß nicht, wenn ich mir das so alles angucke. Schön. Sehr schön. Ja, noch. Ja. Ich kann back. Definitiv. Weil es bleibt doch irgendwie. Da bleibt keine Sonne übrig. Nichts. Nada. Kann ich nichts machen. Ich kriege nicht mal ordentlich Gold. Ich ist fast 20. Minute. Ich habe erst zwei Items. Ein Sidestone und das ausgebaute Item von meinem Schild. Der Bottom wird durchgepusht von Caitlyn und Rumble. Sie haben jetzt einen Kill gemacht. Sie haben jetzt einen Lee gekillt, der nur auf Damage geht. Ja, das ist voll ziemlich sauer. Ja, es ist halt. Ich gehe rein und kann ja auch viel tanken, muss ich sagen. Aber aus irgendeinem Grund nützt das alles nichts. Okay, hier ist Syra. Ist Syra hier? Ich sehe sie gerade. Die nette. Die Freundin von uns. Ah, da machen wir nichts. Da steckt man nicht drin, da machen wir nichts. So, ich habe auch irgendwie ein bisschen gerade FPS einprügelt. Ich weiß nicht warum. Das ist gerade total komisch. Jake! Ich habe nicht mehr viel Mana. Hast du überhaupt nichts mehr? Haben wir einen Timer wenigstens? Nein, wir haben keinen Timer. Können wir überhaupt eine Wombo-Combo, Wombo-Ulti starten? Ich glaube gar nicht. Ich glaube gar keine Wombo-Ulti starten. Ist dein Ernst? So viel Damage, allein schon als Tank macht er mir so viel Damage. Sehr schön. Sehr schön, ich glaube auch in alles rein. Altes Gefühl. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir es eventuell, dass wir ein bisschen backkommen. Ich weiß nicht, was ich gerade zu dem Spiel sagen soll. Weil wir haben ja, es ist ein Quality Game. Quality Game. Es ist, weiß ich nicht. Das Spiel ist gerade. Es sackt mega, ich muss ehrlich sagen. Das Spiel ist. Das Game gerade. Das sackt. 0-2-1. Null Geld. Gar nichts. Nada, wir kriegen hier kein Geld. Wir halten uns eventuell noch ein bisschen gut rein. Wir haben jetzt schon zwei Drakes. Ja, müssen wir schon. Weiß ich nicht. Vielleicht 10.000 Gold. Knapp 10.000. 6.000 definitiv. Gold verteilt. Zwei Drakes. 15 Kills vorne. Vier Türme,
Damit es nur noch der Tier 3 Tower steht, er nur noch. Auf Bottom und Top nur noch der Tier 2 Tower und Tier 3. Weil sonst ist Tier 1 und Tier 2 komplett weg. Jetzt zumindest jetzt Bottom und Top, Tier 1 Tower weg. Und damit ist sogar Tier 1 und Tier 2. Das ist halt. Ne, ich glaube, ich muss auch nicht mal Mitte bleiben. Ich muss Mitte gehen. Sehr schön. Sie müssen halt irgendwie. Ja, das ist halt die. Ah, ich weiß nicht, ob wir aufgeben wollen oder nicht. Das ist mir der Diesel, der Mittelner, ja, der Fieder. Der Fieder, ich will aufgeben. Ah, nee, komm, Leute, das ist nicht, ja, das ist halt. Es ist halt. Diese Donations, Alter. Diese Dots, Alter. Das ist so krank einfach nur. Ey, er baut auch keinen Tank. Wir haben keinen Tank. Er baut auch nicht Tanky. Es ist einfach. Solo Q. Ich frag mich jetzt ein bisschen. So schlimmer sie höre ich komme, so schlimmer wird es ein bisschen, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist das der Verzug. Ich weiß gerade nicht, woran das liegt, aber es habe ich irgendwie das Gefühl, dass es. Letztes Game war sehr schön. Vorletztes Game war knifflig, aber. Jetzt mehr nicht im Maokai. Nicht der Maokai, ich weiß nicht, was mit Maokai habt, der Mephite. Das ist ja mal sinnlos. Weiß nicht, was er da macht, aber es ist ein bisschen sinnfrei, da irgendwie nur auf AP zu gehen. Wenn er auch 110 Res hat, ist natürlich geil, aber halt nur Leben, 1-3. Zu viel habe ich mit meinen paar Items. Auch der Lucian hat so viel wie er. Sogar sieben weniger noch. Natürlich hat er die nötigen Resistenzen. Aber ich weiß nicht, ob ihn das zum Überleben bringt. Und ich glaube, der Lucian macht immer noch keinen genügend Damage. Ja. Yasuo? Hat im Moment auch keinen Damage. Aber wir können halt Bottom fallen lassen. Das ist halt kein Problem, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht mal, wo ich pushen soll. Der macht mir einfach viel zu viel Damage. Das ist halt mega unnormal. Sehr schön. Er baut den Tower aber dafür komplett neu. Dafür total abgerippt. Es war auch nicht mehr Wurf. Das muss man ehrlich sagen. Es war halt einfach. Weiß nicht. Ey, wenn wir das noch gewinnen, dann muss ich sagen, glaube ich, dann ist. Ja, dann hat der Leugott mit mir. Gnade. Muss man einfach wirklich so sagen. Würde mich sehr freuen, wenn wir das gewinnen würden. Aber ich weiß es nicht. Weil in der aktuellen Position sieht es einfach nur verdummt aus. Einfach nur total schrecklich. Und in der aktuellen Dings, in der aktuellen frage ich mich auch, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Aktuell hoffe ich auch, ist immer der Hintergedanke gerade bei mir, hoffentlich verliere ich nicht so viele Punkte. Hoffentlich verliere ich nicht so viele Punkte. Weil, sind wir mal ehrlich, das Spiel. Was zu sagen, kann man so wie mit der Dings abstimmen, wie mit der Morgana, nur dass das Morgana-Game qualitativ vom Playstyle, von meinem Playstyle schlechter war als jetzt vom Dings. Ich habe jetzt bisher jede EQ-Kombi oder WQ-Kombi getroffen, EQ oder was auch immer das für eine scheiß Kombi ist. Habe ich bisher immer getroffen? Sehr schön. Ah, der Drake ist da. Wir können, glaube ich, wieder nichts machen. Habe ich das Gefühl? Dritte Drake wieder einfach hoffnungslos angeguckt und konnte man nichts machen. Sehr schön. Bottom pusht mit Turbasalen einfach. Also so, das ist unsere Kombi.
Ja, 4. Yasuo geht einfach back, weißt du? Ey, ich muss ja sagen, es sah ja am Anfang gar nicht so schlecht aus, wo wir halt diese tolle Kombi gemacht haben. Muss man ehrlich sagen. Aber danach war ja alles nicht toll. Überhaupt nicht toll. Es war ja einfach nur schlecht. Ich weiß nicht, wer die Kills überhaupt bekommen hat. Weiß ich gar nicht. Ich habe definitiv 2 Assists bekommen und einen Tod. Ich glaube, der Yasuo hat die Kills bekommen. Ne, er hat glaube schon 2-7, hat entweder einen bekommen. Luschen sein Item-Builds auch sehr produktiv, sehr gut. Heißt, es ist sehr qualitätsreif. Es ist, könnte ein Nobelpreis werden, muss man sagen. Die kriegen die nicht mehr. Das wird natürlich Ulti. Leute, wir müssen halt einfach deffen. Wir können halt irgendwie nicht vorgehen. Ja, Leute, ich bin der Support und der Fairbot. Ja, sehr schön. Ey, seid die Helden der neuen Nation, muss ich sagen. Das freut mich natürlich. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance haben in Late Game. Ich finde unsere Bombo-Kombo sehr schön. Aber irgendwie auch wieder nicht. Mann! Oh, sehr schön. Danke, dass es jemand mal mitbekommt. Und deft mal mit, das ist sehr schön. Das ist sehr sozial, muss ich sagen. Ja, was machen die da? Die zwei Dummköpfe? Oh. Nein, brauchst du keinen Kommentar weiter zu sagen. Da brauchst du wirklich. Musst du einfach nur sagen. Muss abwinken. Muss absegnen, muss abwinken, was es war. Für Mist gerade. Das ist genauso hier so. So eine Glasleiste. Ja, das Game ist für den GG. Das Spiel war Nobelpreisreich. Muss man ehrlich sagen. Das war. Alter, es war ein verlorenes Game. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Rotoblatt in League of Legends und ciao.